Also dann lege ich los. Mein Name ist Beat Essemann. Ich arbeite für die Berner Fachhochschule am Institut Public Sector Transformation. Ich werde euch heute davon berichten, wie die Schweizer Behörden durch die Publikation von Basisregistern und kontrollierten Vokabularen als Linked Open Data, quasi die Linked Data Publikation generell bei Bund und darüber hinaus boosten wollen. Die nächsten Slide, da kann ich relativ schnell durchgehen, weil wir da einiges heute Morgen schon gesehen haben. Worum geht es bei Linked Open Data? Datensilos werden aufgebrochen. Daten werden über Organisations- und Applikationsgrenzen hinweg verknüpft und nutzbar gemacht. Was vielleicht heute weniger gesagt worden ist, das Ganze bedeutet auch mehr Aufwand. Die Datenhalter treiben mehr Aufwand, um in Interoperabilität zu investieren, um dann anschließend die Datennutzung zu erleichtern. Wir werden nun diese Daten zu Linked Data. Wir haben einerseits die technischen Protokolle, den sogenannten Semantic Web Stacks, die Protokolle, die wir vom World Wide Web her kennen. Wir haben dann aber auch spezifische Sachen wie RDF, was uns erlaubt, quasi Triples zu beschreiben, oder Sparkle Query Language, wobei es mir natürlich heute um was anderes geht, und zwar um die gemeinsame Sprache. Wir brauchen auch eine gemeinsame Sprache, um die Welt zu beschreiben, sonst verstehen wir uns trotz diesem gemeinsamen Technical Stack nicht. Wir brauchen Datenmodelle, wo wir die Relation zwischen verschiedenen Klassen abbilden können, und wir brauchen aber auch kontrollierte Vokabulare. Denkt zum Beispiel an die Elemente, die eine postalische Adresse aufweisen sollte oder kann, oder welche Ausprägungen das Attribut Gender haben kann. Darüber müssen wir uns irgendwie einig werden, um die Daten anschließend auch wirklich gemeinsam integriert, vernetzt nutzen zu können. Ein anderer Bereich sind die sogenannten Named Entities. Also wir müssen alles, worüber wir Aussagen machen wollen, müssen wir benennen können durch eindeutige Identifikatoren, durch Labels. Das sind dann die sogenannten Basisregister, wie die heißen, zum Beispiel beim Bund. Denkt beispielsweise ans Handelsregister oder ans Register aller Wohnungen. Oder bei den Bibliotheken sind es sogenannten Normdateien. Beispielsweise wollen wir jede Person, die irgendwo in einem Bibliothekskatalog vorkommt, eindeutig bestimmen können, um eben zu wissen, wann wir von derselben Person reden und wann es unterschiedliche Leute sind. Und jetzt in einem Innovationsprojekt dieses Jahr von eGovernment Schweiz gucken wir uns an, wie wir eben Basisregister und kontrollierte Vokabulare, die beim Bund oder bei den kantonalen Verwaltungen schon existieren, wie wir die zu LOD quasi aufbereiten können, um dann quasi die weitere Publikation von Daten boosten zu können. Wir wollen auch schauen, was sind die praktischen Herausforderungen bei dieser Datenaufbereitung und wie sie überwunden werden können. Um zu priorisieren, haben wir drei Dimensionen uns angeguckt: das Nutzungspotenzial, die Machbarkeit und die Bereitschaft des Datenhalters, die Daten auch tatsächlich zu priorisieren oder auch aufzubereiten. Und was mich heute von euch interessiert, ist das Input zum Nutzungspotenzial. Es gibt eine Community-Konsultation, die wurde vor 2 Tagen lanciert. Ihr seid herzlich eingeladen, euch an der Konsultation zu beteiligen, über diesen Link hier. Und wenn euch das alles zu schnell gegangen ist, dann schaut auf Twitter nach. Ich habe es heute Morgen auch getweetet. Es braucht eine Weile, dann das auszufüllen. Das könnt ihr nicht sofort machen. Vielen herzlichen Dank.